Also, 2x6 Zahlen, schreib sie in 2 Zeilen auf, bitte. Geht los. Target Nummer ist 385 086. Neue Zeile 262 621. Okay, dann teilen wir das Ideogramm ein. Nummeriere eben durch. Okay. Jetzt mal bei drei Abschnitte mit A1. Okay, dann fangen wir mit A1 an. Schreib's kurz den Linienverlauf, wie der für dich aussieht. Großer Bogen nach unten. Okay, großer Bogen nach unten. Kleine Schlaufe nach rechts. Okay, kleine Schlaufe. Nach links. Dann Linie nach rechts. Fühl dich mal rein, schau mal nach Eindrücken, Farben, Oberflächen. Dunkelbraun-grün. Okay, dunkelbraun-grün. Uneben rau. Grausteinig. Grausteinig, okay. Dann gehen wir ruhig zum B-Aspekt. Ist der künstliche natürlich für dich? Natürlich. Okay, natürlich. Okay, dann gehen wir mal zum zweiten Linienverlauf. Schreib es kurz unter A2, wie der für dich aussieht. Spitze nach rechts oben. Spitze nach rechts oben, okay. Bogen nach links unten. Bogen nach links unten. Und Linie nach rechts oben. Okay. Gut, dann fühle ich mal rein. Schau mal im Teilstrich, was du an Eindrücken wahrnehmen kannst. Blick auf das Ziel, wie fühlt sich das an, wie sieht das aus? Draußen weit. Draußen weit, okay. Ich habe jetzt gerade einen Flugplatz als AOL. Ich habe einen AOL-Flugplatz. Ich hole den Kuli einmal kurz weg, atme es dir aus dem Kopf. Das ist so ritualmäßig, weißt du, dann weißt du, dass es aus dem Kopf was. Wenn du Stift wieder aufnimmst, bist du wieder voll am Target. Dann schau dir nochmal an, den zweiten Teilabschnitt. Fühl dich nochmal rein, schau nochmal nach Eindrücken. Blick auf das Ziel, welche Eindrücke kannst du da noch wahrnehmen? Mach ruhig einen B-Aspekt. Natürlich. Natürlich, okay. Dadurch, dass die Session vorher unmittelbar davor war, kann es sein, dass die Eindrücke von vorher oder dass die jetzt noch reinspielen. Kann, ist das kann möglich? Ja, das ist auf jeden Fall möglich, habe ich auch öfter. Machen wir gleich noch eine Stufe 1 einfach drauf, fertig. Okay, dann schau mal den nächsten Teilabschnitt, den dritten an. A3, beschreib's kurz den Linienverlauf. Ja. Dann wieder Spitze nach oben. Spitze nach oben, okay. Bogen nach unten. Bogen nach unten. Und lange Linie nach rechts. Okay, dann schauen wir nach Eindrücken. Oberflächen, Farben, mit Blick auf das Ziel, was kannst du da wahrnehmen? Ähm,
Also grün, blättrig. Ich habe das Gefühl, ein Objekt irgendwie. Ich schreibe so auf, grünblättrig, ein Objekt irgendwie. Also wie so ein Skulpturobjekt. Du schreibst genauso auf, wie du es am Anfang hattest. Grünblättrig, ein Objekt. Skulptur kannst du auch nochmal zuschreiben. Schau nochmal nach weiteren Eindrücken. Schau dir das Target mal ganz genau an. Was kannst du dazu noch sagen? Farben noch? Oberflächen? Ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass mich zwei Augen anschauen. Okay, schreib mal so auf. Hab das Gefühl, dass mich zwei Augen anschauen. War das intensiv oder warum musstest du lachen? Nee, eigentlich ziemlich eindrücklich mit zwei so Katzenaugen. Okay, schreib mal auf. Wieso Katzenaugen? Okay, das war der letzte Abschnitt, ne? Ja, braunerdig. Gut, dann schaut mal noch ein B-Aspekt raus. Ja. Ja, künstlicher, natürlicher oder beides. Natürlich. Bin ich jetzt draußen oder hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Okay, ja. Okay, Was? dann schreib mal unten AI drunter. Wie findest du das Target? Wie fühlst du dich da? Welche Emotionen hast du da vor Ort? Stech mal rein ins AI mal nochmal. Nee, Überlegungsmodus kommt Also immer schon. neugierig, neugierig, Neugierig schon. erforschend. Erforschend. Okay, dann würde ich sagen, nimm mal das nächste Blatt. Schreib's nochmal hin. Seite 2, Stufe 1 nochmal. Ich gebe dir nochmal die Target-Nummer. Und dann machst du nochmal eine Stufe 1. Okay. Wenn du bereit bist, fängt's an. Target Nummer ist 385 086. Neue Zeile 262 621. Okay. Den Timer nochmal ein. Okay, fangen wir mit A1 an. Beschreib's kurz den Linienverlauf. Ja. Wie viele Teilstiche hast du jetzt? Zwei. Okay. Oben nach links unten. Oben nach links unten. Scharfer Bogen rechts oben. Und noch einen Spitzenbogen. Links unten. Okay, dann fühle ich mal rein und schau mal nach Ja. Oberflächen, Farben, Dimensionen. Ich habe jetzt gerade glatt metallisch glänzend. Schau mal auf, glatt, metallisch, glänzend. Mit Blick auf das Ziel, das Ganze dann auch wahrnehmen. Wer erkannte? Eine Karte, okay. Hast du noch Farben? Rot. Wie so ein gelber, so leichtes Gelb, gelber Schleier, Schimmer. Schau mal auf. Okay, dann fühl dich nochmal rein, schau nochmal nach Eindrücken. Wie fühlen sich die Oberflächen dann an?
Blick auf das Ziel mich ohne Flächenpanzer dabei bin. Hart. Schreib's mir mal auf, hart. Dann mach mal ein B-Aspekt. B1. Künstlich. Künstlich, okay. Gut, dann gehst du mal bitte zum zweiten Abschnitt. Schreib's A2. Beschreib's kurz den Linienverlauf, wie der für dich aussieht. Ja. Spitze rechts oben. Okay. Dann ein großer Bogen nach links unten. Okay. Und lange Linie, lange Linie, okay. Nach rechts. Gut. Fühl dich mal rein in den Teilstrich. Schauen wir nach Eindrücken. Farben, Oberflächen, Dimensionen. Löchrig, gittrig. Ja, weit, also hier schreibt auch weit Entfernung. Weit Entfernung. Schreib auch beides auf. Immer alles aufschreiben, also wenn du schnell Eindrücke bekommst, immer komplett so aufschreiben, auch wenn die manchmal ein bisschen sich doof anhören, so. Ja. Und schau dir jetzt nochmal das Target an und beschreib nochmal die Eindrücke, die du sonst noch wahrnehmen kannst. Gerade ein AOL, ein Autofahrzeug. Autofahrzeug, schau mal. Wie kamst du da drauf? Leg ruhig im Stift weg. Eigentlich jetzt gar nicht über die. Ich glaube, weil du gesagt hast, schau nochmal, was du wahrnimmst oder was du siehst. Mhm. Eigentlich jetzt gar nichts durch die Empfehlungen, ich habe es einfach vor mir gehabt. Mhm. Okay, kannst du das mal aufzeichnen, was du vor dir gehabt hast? Ungefähr. Ja. Ist schwierig jetzt zum Zeichnen. Es war nicht wirklich greifbar. Es war. Schreib mal dran, nicht wirklich greifbar. Dann streichen wir das ganze Auto durch. Reicht einmal. Leg den Stift kurz weg, schießt das aus dem Kopf. Kannst nicht wissen, was es ist. Und wenn du den Stift wieder aufnimmst, schaust du nochmal im Teilstrich um und schaust nochmal nach Eindrücken, weiteren rudimentären Eindrücken, Farben, Oberflächen und Dimensionen. Mit Blick auf das Ziel, was kannst du da im Zielgebiet noch wahrnehmen? Also etwas Mechanisches. Etwas Mechanisches, okay. Komm noch was, sonst mache ich die Aspekte. Ja, das Auto ist schon ziemlich stark, aber ich habe jetzt Eindrücke von Glas, Metall, Kunststoff, aber ich weiß nicht, ob das Eindrücke sind oder ob das noch Überbleibsel vom Auto sind, die ich mir jetzt zusammenreime als Eindrücke. Kannst du ja nochmal als Eindruck aufschreiben. Kennzeichnest du die einfach, dass du die einfach mit einem Stern oder sowas kennzeichnest. Kannst du nach ja. Dann kannst du nach der Session kannst du mal gucken, was es dann war, weißt du.
So mache ich es immer. Bei so Trainingssessions mache ich mir dann immer einen Kreis dran oder ein Kreuzchen und gucke dann nach der Session, ne, war es jetzt echt, war es nicht echt, und dann kann ich das halt mit der Zeit so besser rauslernen, finde ich. Ja. Okay, mal nochmal dich rechts vom Auto einen kleinen Kreis. Irgendwo ein bisschen weiter weg. Ja. Ja, irgendwo weiter weg vom Auto. Malst einen kleinen Kreis hin, schreibst ich dran. Dann malst du eine Linie von dem Kreis zum Auto hin. Und malst in die Linie jetzt eine dicke Mauer, sodass du quasi vom Auto getrennt bist. Okay, so, jetzt schau mal, AI, wie findest du das? Wie fühlst du dich da? Gelangweilt. Gelangweilt, okay. Versuch immer deine Hand ein bisschen beschäftigt zu halten, immer in den Buchstaben, in den Wörtern rumstochern. Weißt du, sobald du nämlich deine Hand nicht mehr beschäftigt hältst, kommst du in den Verstandsmodus rein. Okay, gelangweilt. Dann nimm das nächste Blatt, Seite 3, Stufe 2. Dann fangen wir auf der linken Seite an mit Farben. Schreibst alle Farben untereinander weg. Untereinander. Ja, also schreibst Farben doppelt hin, Doppelpunkt hin. Und dann die Farben untereinander, genau. Blass, grau, weiß, glänzend. Okay. Ich doch noch ruhig nochmal ins Farben rein. Schreibst du noch auf? Milchig, also wie so, da, wie so ein Nebling oder Okay. das. Hast du noch was? So war ich mit dem Stift in den, das merke ich bei den ganzen Sessions, sobald ich irgendwie in die Buchstaben reinstoche oder reinmale, bin ich im Kopf wieder voll beim Zeichnen, also voll bei den, soll ich sagen, ich habe das Gefühl, dass das die Gedanken nur verstärkt. Dann, gut, dann musst du dir vielleicht was anderes raussuchen. Dann malst einfach nicht nach, sondern piek nur rein. Und mal nicht, weißt du? Stech nur an verschiedenen Stellen rein. Ja. Ist gut, dass du es mal erwähnst. Was hast du noch? Grün, grün. Okay. Okay, sonst geh mal zur Oberfläche durch, ne? Ja, was wolltest du noch schreiben? Ja, also ein kleines rotes Kästchen. Also ich schreibe Schreib rot auf. rot. Okay, dann Oberflächen. Mit Blick auf das Ziel, wie fühlen sich die Oberflächen an, die du im Zielgebiet hast? Glattkantig. Es ist schon rau. Es ist bei Temperaturen aber irgendwie kalt. Kalt schreiben wir. Ist es Das kannst du ruhig unter Oberfläche auch nochmal schreiben. Wenn die Oberflächen okay? kalt sind, du kannst jede Beschaffenheit der Oberfläche kannst du hinschreiben. Du kannst auch sagen, ob die eine Farbe hat oder ob die lackiert ist oder so eine Scheiße oder irgendwas, ne? Kannst halt machen, was Ja. du magst halt. Gut, wenn du die Oberflächen hast, dann gehst du einfach mal zu Gerüche und beschreibst mal die Gerüche, die du am Tage wahrnehmen kannst. Blick auf das Ziel. Was Das, hat sie gerade als erstes? also es definieren nicht stickig, aber so am rauchig Stadtgeruch wie Schreib mal auf. so staubig, staubig, staubig. Ja, schreib mal auf, rauchig, staubig. Okay, dann gehst du zu Geschmäcker. Schreib mal mit Blick auf das Ziel die Geschmäcker. Zu lange nichts kommt, schreibst du UI für undefiniert.
Ja. Geschmäcker und Gerüche sind halt immer so ein Ding. So, als nächstes kommt der Temperaturen. Beschreib mal deine Temperaturen, die du im Zivilgebiet wahrnehmen kannst. Kühl, also mild kühl. Okay, schreib's auf. Nichts mehr kommt, Ja. dann gehst du weiter zu Geräuschen. Richte deinen Blick nochmal aufs Ziel und schau mal, was für Geräusche kannst du da hören. Nur das Rauschen, aber es kommt durch die Kopfhörer. Okay, schreib mal das Rauschen. Kopfhörer. Okay, dann gehen wir als nächstes zu Dimensionen. Wir schreiben alle Dimensionen. Also Objekt. Objekt. Ich habe das Gefühl, dass eine langsame Geschwindigkeit Langsame Geschwindigkeit. Gut. Ist immer ganz oder wichtig. langsame Bewegung heißt es eigentlich. Na gut, schreibt beide vor auf. Also nicht nur wichtig bei Dimensionen nach außen, innen oder Formen zu gucken, sondern auch, wie gesagt, nach Bewegung, nach Leben und sowas. Das gehört alles mit zu Dimensionen. Okay, dann schau dir nochmal die Formen an. Was kannst du denn Formen sagen? So. Eckig. Also die Grundstruktur ist eckig, aber die Kanten oder die abgerundete Ecken, würde ich sagen. Schreib's mal auf. So, Bewegung hatten wir. Hast du energetische Aspekte, Innen-Außen-Aspekte? Fühl dich mal rein, schau mal mit Blick auf das Ziel. Außen. Energetischer Aspekt, man steht jetzt Lebewesen oder Leben oder Energien. Ja, generell, kann, also Energie kann Leben sein, kann auch mechanische Energie sein oder alles Mögliche. Wärme kann auch Energie sein. Ja. Also Oder mechanisch habe ich das Gefühl. mechanische Energie schreibt Bitte? man auf. Mechanische Energie schreibt man auf. So. Okay, schauen wir mal rein in die Dimension. Was kannst du sonst noch sagen? Dimensionale Aspekte von Target. Ich hatte jetzt mal kurz hoch und dünn. Ja, das ist Wenn nichts mehr kommt, ja. dann schreibst du ein AI hin. Du kannst auch ab den nächsten Sessions auch für die Solos, weißt du, musst halt selber den Punkt finden, wo du zu lange rumstocherst. Ne? Nicht zu lange rumstochern, am besten so drei, vier Begriffe in Stufe 1 und 2 und dann halt so schnell wie möglich runterrattern, gar nicht so viel rumstochern. Ja. Okay, und wie findest du das Target? Wie fühlst du dich da? Gewohnt uninteressant eigentlich. Okay, schaffen wir. Gewohnt und interessant. Okay, dann nimm das nächste Blatt. Schreib's mal Seite 4, Stufe 3. Und dann zeichne mal. Kannst du Einzelaspekte malen, kannst du den Rahmen malen, wie du lieber magst.
fühle ich mal durch den Rahmen, wo willst du was einzeichnen? Nimm immer die erste Intention beim Zeichnen auch. Nicht zu viel künstlerischen Kram da reinkommen lassen bei dir. Ja. Fühlt sich das an? Bitte? Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus, was du da gemalt hast? Es sieht aus wie eine Fahne. Kannst du da irgendwo Farben dran malen? Wie fühlt sich der obere Bereich an? Welche Farbe hat er? Der untere und der rechte bei dir, der linke ist das bei dir. Kannst du da sonst Eindrücke dran schreiben? Hier habe ich irgendwie. Grau, blau, das Gefühl, dass hier irgendwie so mechanisches Objekt. Schreib mal ein mechanisches Objekt. Kannst du das auch irgendwie genauer einzeichnen? Ansonsten, das passt das. Ja, irgendwie so. Ich könnte jetzt, das wäre halt vom Verstand her wieder von der Gedankenseite. Ich könnte jetzt so ein Wacker einzeichnen, aber das wäre dann das. Schreiben wir das als AOL hin. Was könntest du reinzeichnen? Ein Bagger. Achso, ein Bagger, alles klar. Bagger, genau. Also du hast auf jeden Fall verstärkten AOLs von Fahrzeugen, ne? Ja, ja. Wolltest du dir dieses komische Ding, das Objekt, was du immer wieder als Fahrzeug kriegst, mal genauer angucken? Ja. Was, also das wäre auch für dich das Wichtigste jetzt in der Mitte des Bildes, oder? Genau, ja. Dann mach da mal ein X in Klammern dran. Genau. Das Objekt oder daneben? Ja, nee, da mitten drauf. In Klammern X. Dann nimmst du mal die nächste Seite bitte. Schau schon mal Seite, wo sind wir? 5, ne? Ja. Stufe S1X. So, S1X. Stufe 1X. S1X. Ja, ja, eigentlich Stufe 1X oder S1X, wie du willst. Ja. So, du schreibst mal bitte auf, das Wesentliche des Targets sollte wahrnehmbar sein. Wenn du den Satz zu Ende geschrieben hast, machst du mal kurz ein Ideogramm, kleines. Vergiss alles, was du bisher in Daten generiert hast. Wir gucken uns jetzt nur das Objekt nochmal, was du mit X betitelt hast, an. Ja. Okay, dann schreib mal, fang mal links an mit Oberflächen. Schreib mal Oberflächendoppelpunkt und alles untereinander weg, was du an Oberflächen hast. Glatt, metallisch. Okay. Glatt, metallisch. Kalt. Kantig, ja. Dimension, aber kantig. Nee, schreib's auf, wenn es kommt, dann kommt's. Ja. Okay, als nächstes gehst du mal zu Farben. Ich hab den. Also Kunststoffgummi. Kunststoffgummi, schreib mal auf. Dann gehen wir weiter zu Farben. Mhm. Schau dir mal bitte die Farben ganz genau an. Welche Farben hat das Objekt? Stoch am reinen Fall. Also, ja? Was wolltest du aufschreiben? Also ich habe jetzt weiß geschrieben, aber es sind irgendwie leuchtende Farben, habe ich das Gefühl. Schreib mal und weiß, leuchtende Farben. Schreib alles auf, was kommt immer. Nicht zurücknehmen. Kannst nichts falsch machen. Ja. Gelb. Okay. Also leuchtendes Gelb habe ich jetzt. Leuchtendes Gelb, okay. Jetzt gehabt, ja. Hast du noch was?
Ansonsten kannst du mal zu Gerüche und Geschmäcker gehen. Schwarz. Und schwarz schreiben wir auf. Okay, dann gehen wir zu Gerüche. Ja, Gerüche, genau. Beschreib mal die Gerüche, die du wahrnehmen kannst im Tagebereich. Wenn länger nichts kommt, schreibst du einfach UI. Ja. Bei Geschmäcker das Gleiche, da ist ja meistens nie so viel. Nee, da. Obwohl man das auch trainieren muss, wenn irgendwas kommt so, du Geschmäcker Ja. hast. Nimmst du die Gerüche in der Nase und die Geschmäcker Nee. auf der Zunge wahr oder Nee, 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 irgendwo nee, 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 ich krieg das auch als im Eindruck. Hirn? Ich krieg's auch als Eindruck. Okay. Aber es gibt welche, die nehmen das halt als Geruch wahr, das ist auch individuell. So, dann schau noch mal auf Geschmäcker mit Blick auf das Ziel. Was kannst du zu Geschmäckern sagen? Wenn nichts kommt, dann UI auch. Bitte. Bitter, okay. So, als nächstes kommt Temperaturen. Richte deinen Fokus nochmal aufs Target und schau dir mal die Temperaturen an, die du wahrnehmen kannst. Also kühl und kalt. Kühl und kalt, okay. Okay, als nächstes kommt mal Geräusch dann. Gib auch das Ziel, welche Geräusche hast du im Zielgebiet. Was hast du als erstes? Also Brummen und so, wie sagt man, Hydraulik, soll ich. Ich habe auch Brummen, Hydraulik. Mechanisch halt wieder, ja. Mechanisch, okay. Okay. Dann gehst du mal zur Dimension, bitte. Und beschreib nochmal die Dimension des X-Aspektes. Eher rund. Was Ich hast du? denke, zwei genau gegensätzliche. Das kann beides sein. Was hast du denn gehabt? Ja, flach und stromlinienförmig, aber auch irgendwie Schreib es genauso auf. wuchtig, aber es war mehr flach Na, schreib beides so auf. stromlinienförmig. Flach, stromlinienförmig und wuchtig. Hast du Innen-Außen-Aspekte oder beides? Also ich habe das Gefühl, das Objekt hat ein Innen, aber ich betrachte es von außen. Okay, schreib's auf. Objekt hat einen Innen. Ich betrachte es von außen. Hast du Bewegung, Energien? Richte den Blick nochmal aufs Target und schau nochmal nach Bewegung und Energien. Du musst ja halt ein bisschen merken, dass du immer nach Form, Energie, Bewegung guckst und sowas wie Leben und sowas. Weil viele reduzieren das nur auf Höhe, Weite, Breite und das sind halt nicht alle Dimensionen. Auch auf und ab Ja. oder an und aus ist auch eine Dimension. An und aus. An und aus ist auch. Aber Ah. ich schicke dir nachher mal einen Zettel, wo Ja. verschiedene dimensionale Aspekte haben. Gut, schau nochmal drauf, schau nochmal nach dimensionalen Aspekten mit Blick auf das Ziel. Was kannst du dazu noch sagen? Stech mal ein paar verschiedene Punkte in das Wort Dimension rein. Und verschieden stark aus. Da musste man ein bisschen rausfinden, was bei dir am besten kommt. Hast du da noch Dimensionen? Ansonsten kannst du auch deine AI schon hinschreiben, wenn nichts mehr kommt. Also, Kantik, aber das, ja, Kantik, ja, genau. okay. Halte dich da nicht zu lange dran auf. Wie gesagt, 4 bis 5 Dinger sind da okay. Bei Geräusche, Dingens, bei
Geschmäcker und Gerüche kannst du halt ein, zwei schreiben, mehr brauchst du nicht, oder UI. Bei Dimensionen ein paar mehr, aber generell so 3 bis 4 Eindrücke pro Dings in den ersten beiden Stufen. Okay, dann schreib nochmal ein AI hin. Wie findest du das? Fühlst du dich da am Objekt? Wie findest du das? Jetzt ist es interessant. Okay, schreib hin. Interessant. Gut, dann nehmen wir das nächste Blatt. Wollen wir eine Stufe 4 machen oder wolltest du noch eine Stufe 3 auf den X-Aspekt mal machen und das mal zeichnen? Was ist dir lieber? Ich weiß, die Stufe 3 wird wieder das Auto werden. Alles klar, gut. Ich habe mir auch überlegt, machen wir mal Stufe 4. Dann machen wir mal einen Strich in das oberste Drittel, quer übers Blatt. Also übers, Seite 4? Seite 6 ist das, glaube ich, Stufe 4, ne? Ja. Dann machst du im obersten Drittel, machst den Strich über das ganze Blatt, genau, unten auch. Schreibst du über die oberste Linie, fängst mit S an, 200 cm weiter D, das wird ein bisschen mehr Platz. D, genau, A, I, E, I, T, I, T, A, O, L und A, O, L, S. Und schau mal, bei sensorischen Eindrücken, alles was du mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst. Kannst jetzt mal ins S reinpieken, wenn du Kontakt aufnehmen willst, wenn du magst. Vielleicht brauchst du auch gar nicht so rumwagen oder so, bei dir kommt es ja manchmal auch schon ziemlich flüssig. Ja. Mit Blick auf das Ziel, sensorische Eindrücke. Ich habe ein voriges Target gerade sehr stark im Kopf. Was ist das? Ein Schneepflug. Okay, dann schreiben wir als AOL mal hin raus. Bei AOL hier? Ja, kannst du bei AOL schreiben. Ja. Okay, dann schauen wir weiter bei sensorischen Eindrücken. Grün, blau. Weiter sonst zu dimensionalen Aspekten. Schau mal, blick auf das Ziel. Welche dimensionalen Aspekte findest du da im Zielgebiet? So weit draußen. Kantig, glatt. Metallisch. Mechanisch. Dann gehen wir zu AI. Eigene Emotionen vor Ort. Wie findest du das? Wie fühlst du dich da? Wie empfindest du da? Was hast du als erstes? Gewohnt eigentlich. Gewohnt. Gewohnt, okay. Gewohnt, aber nicht uninteressant. Also gewohnt interessant. Schreib's auch schön. Ja. Okay, dann schauen wir nach bei EI, Fremdemotionen. Wie fühlen andere sich da? Wie empfinden andere da? Am Target. Das Ganze dabei nehmen. Gelangweilt. Gelangweilt, okay. Irgendwie bedrückt, aber irgendwie sowas Clevers bedrückt. Schau mal, bedrückt. Okay, dann schau mal bei T. Reelle Sachen, die du anfassen kannst. Also Metall. Metall, okay. Kunststoff. Kunststoff.
bin total festgefahren, bin voll auf dem Auto, ich komme da nicht weg. Ja, das ist kein Auto. Schreib sie unten nochmal raus und schreib es nochmal bei AOL hin. Auto. Da brauchst du auch nicht durchstreiten. Okay, dann schauen wir weiter bei IT. Wofür ist das da? Was soll das? Wofür ist das da? Was machst du das? Was nützt das? Sinn und Zweck des Targets. Transport. Okay, Transport, schau mal. Okay, wolltest du mal über AOL S die Situation nochmal umschreiben, in der du dich gerade befindest? Es ist eigentlich immer, das Auto ist sehr, sehr dominant, aber es ist draußen. Ja, es ist irgendwie Straße, Asphalt. Aber das ist jetzt kein AOLS. Nee, nicht wirklich, aber kannst du hinschreiben, wenn du das hast, dann hast du es halt. Du kannst halt die Situation umschreiben, wenn du denkst, ich fühle mich da wie halt gegen eine gewohnte Situation, kannst du die da umschreiben. Ja. Draußen auf der Straße schreibe ich jetzt. Okay. Gut. Dann nimm mal die nächste. Oder warte mal. Nimm mal bitte deine Stufe 4 und nimm mal die Stufe S1X. Ja. Schau dir mal die beiden nochmal an und schau mal, welchen interessanten Begriff würdest du gerne mal auseinandernehmen oder was würdest du dir nochmal genauer angucken? Ich also einer von beiden oder? Ja, kannst du mehrere Sachen aufgucken und du sagst, das ist interessant. Mhm. Sag mir das mal. Also ich würde sagen, guck dir ruhig erstmal die Stufe S1X an, weil das ist ja der X-Aspekt, das Interessanteste vom Target. Die Stufe 4 haben wir auf das Ganze gemacht. Guck mal ruhig die Stufe S1X, was würdest du da, welchen interessanten Aspekt würdest du dir herausfischen? Also der Bereich metallisch, brummen, hydraulik, mechanisch, stromlinienförmig. Das sind jetzt sehr viele. Okay. Also schon das Objekt auf jeden Fall. Wir bleiben beim Objekt. Das Objekt, ja. Was hast du da noch geschrieben? Kannst du das untere mal vorlesen? Bei Dimensionen nochmal? Dimensionen. Eher rund, flach, stromlinienförmig, wuchtig. Objekt hat ein Innen. Ich betrachte es von außen. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Nimm mal ein Blatt. Neues Blatt. Neues Blatt. Seite 8, Stufe 6. So, dann nimm doch mal dann. Was findest du von den dimensionalen Aspekten am besten? Stromlinienförmig? Also stromlinienförmig. Okay, dann mechanisch. Schreib mal stromlinienförmig auf. Das gehört ja alles zusammen. Das ist ja ein Objekt, oder? Ja. Okay, links oben. Oder schreibst du mal links oben auf, genau. Einfach Stromlinien für mich. Unterstreichst das dreimal. Ja. So, wir untersuchen jetzt den Begriff stromlinienförmig. Mach mal einen Kasten darunter unter das Stromlinienförmig für mich. Schreib mal oben rein, was ist stromlinienförmig? Dann beschreib mal die Eindrücke, die du dazu wahrnehmen kannst. Das ist stromlinienförmig. Wie beschreiben? Ja, also fühl dich mal rein, stech mal rein. Was kommt dir da als erstes? Gucken wir uns das Objekt an und die Stromlinienförmigkeit. Was kannst du dazu sagen? Also kann ich es auch zeichnen? Kannst du auch zeichnen, klar. Du kannst in der ganzen Session immer zeichnen, wenn du willst, jederzeit. Das ist schön, dir. Ja, also zurzeit ist fast der Ufer vorne. Okay.
Fühl dich da mal rein, wie fühlt sich das an? Wie fühlen die Oberflächen sich an? Was für Farben würdest du dem zuordnen? Kommt wieder was? Ja, glatt, metallisch, Glas. Schaut mal hin, glatt, metallisch, Glas. Blaulich, glänzend. Okay. Aber jetzt nicht schon wieder Reifen malen. Nee, mach mal einen Strich nach unten. Ja. Und dann machst du mal einen Kasten. Schreib sie da mal rein. Sinn der Stromlinienform. Bei dieser Frage ist es schwer, den Verstand auszuschalten. Ja. Aber irgendwann bist du halt so nah dran, ne, dass du halt, da kannst du halt nicht mehr von weg. Wenn du jetzt irgendwas fest hast, und das hat sich jetzt in der ganzen Session, wir sind Seite 8, du bist jetzt schon nah dran am Target. Ne? Also irgendwann musst du einen Schluss finden im Kopf, so wie du es bei der Schloss-Session auch gemacht hast. Es wäre ein Flugobjekt, ein Flugzeug hätte jetzt. Ja, schreib doch mal ein Flugobjekt. Flugzeug. Was kannst du noch dazu sagen? Wolltest du vielleicht nochmal aufzeichnen, das Flugzeug, wie du es jetzt hast? Form? Dadurch, dass es mir ein Gedanke ist, habe ich jetzt, irgendwie so. Ja, dann lass es. Wenn es ein Gedanke war, dann lass es, wenn du es nicht aufzeichnen magst. Dann fühl dich noch mal rein, was kannst du sonst noch an Aspekten und an Eindrücken von zu gewinnen? Zu diesem Objekt. Mach mal einen Stich nach unten, mach mal einen weiteren Kasten. Ja. Ich habe jetzt keinen Zeppelin gesehen. Kannst du ja nochmal unten rausschreiben als AOL oder kannst du da oben nochmal reinschreiben als Zeppelin, wie du magst. Was? Wo reinschreiben? Entweder unten als AOL aufschreiben. Mhm. Oder du schreibst es oben in den Kasten mit rein, das kannst du machen, wie du willst. Wenn du denkst, das wäre ein AOL, schreibst du das AOL raus. Okay, schießt du aus dem Kopf. Ich den Kuli kurz mal weg, genau. Zentriere dich nochmal. So, dann schreibst du den nächsten Kasten mal rein. Die wichtigsten Aspekte vom Objekt. So, richte mal deine komplette Aufmerksamkeit auf das Target. Und schau dir mal die interessantesten, für dich interessantesten und wichtigsten Aspekte vom Target an. Mach mal nach. Stech mal rein, nicht ruhig halten die Hand. Mit Blick auf das Ziel. Was ist für dich da interessant dran? Was hast du? Zeppelin. Okay. Aber es ist ja ziemlich klares Bild eigentlich. Oder halt klar, ja. Klar, okay. Ja. Okay, pass mal auf. Kommt man nicht so weiter. Guckst du anscheinend die ganze Zeit drauf und musst dich ja nicht zwingen, dazu was zu generieren. Wenn nichts mehr kommt, ne, hast du auch schon aufgeschrieben. Wir nehmen mal noch einen zweiten Begriff auseinander. Von der Stufe S1X? Von der Stufe S1X, genau. Und zwar, nimm mal ein neues Blatt. Seite 9 ist es, glaube ich, ne? Ja. Stufe 6 immer noch. So.
Du hast gesagt, Innen-Außen-Aspekt hast du, ne? Genau, ja. Gut, dann möchte ich jetzt mal Folgendes. Du bewegst dich jetzt mal in das Objekt rein und zwar schreibst du auf. Das Objekt von innen. Und machst ein kleines Ideogramm drauf. So, okay. Dann fühl dich mal einfach rein und schreib alles, was du zu dem Target findest. Kannst dich hier mal ins Ideogramm reinfüllen. Alles, was du in dem Innenraum findest und dazu generieren kannst, schreib es einfach mal auf. Welche Größe hat er? So Glas. Glas, ja. Knöpfe, Schalter, Schieber. Okay. Kann ich irgendwo reinpieksen ins Ideogramm? Klar, oder? Sicher, sicher, du kannst machen, was du willst. Mach, fühl dich völlig frei. Piekst da rein. Das ist ziemlich technisch drin, sagst du. Ja, also sehr technisch, eigentlich nur künstlich. Okay, nur künstlich, kannst du dir mal aufschreiben. Wofür sind diese ganzen Schalter? Um das Flugzeug zu steuern. Okay, schreib mal hin, um das Flugzeug zu steuern. Bist du da drin alleine? Oder steuert das irgendwer schon? Schau dich mal um. Kannst du da irgendwelche Leute wahrnehmen? Oder bist du alleine da? Jetzt hatte ich das Gefühl, vor mir links, aber jetzt vor mir. Vor dir? Was vor dir? Ja. Also vor mir sitzt jemand. Mensch. Ein Tier? Schon Mensch. Okay, schon ein. Guck dich mal noch weiter um. Im Innenraum. Kannst du sonst noch irgendwas erblicken? Guck mal hinter dir, über dir, oben, unten. An der Seite, welche interessanten Aspekte bezüglich am Target noch beschreiben? Was hast du gehabt? Ein Luftballon. Was? Ein Luftballon. Okay, Luftballon kannst du auch mal rausschreiben. Als AOL oder? Ja, wie du willst. Als AOL, wenn du meinst, er kommt als AOL hin, dann kommst du als AOL hin. Sonst schreiben wir irgendwo rein, Hauptsache aus dem Kopf. Also aus dem zusammenreimen kann ich mir es nicht, weil das hat mit dem Luftballon gar nichts zu tun, was ich jetzt aufgeschrieben habe. Ja, du schreibst jetzt AOL Hilf. Ja. Wie du magst. Also du musst ja sehen, irgendwann da auch bei dem Schloss wusstest du auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall ein Gebäude ist, ne, was du da gezeichnet hast. Ja. Da kannst du ja dann nicht mehr vom Gebäude weglaufen, das ist dann auf jeden Fall kein Apfel. Ne, und dann weißt du auf jeden Fall, da musst du halt jetzt irgendwie den Weg finden, dieses Gebäude dir näher anzugucken. So, du hast jetzt ein Objekt gehabt, das Objekt haben wir sicher rausgekriegt durch die ganzen Stufen. Dann hast du auf jeden Fall ein paar Mal Auto gehabt, hast zum Schluss ein Flugobjekt gehabt, also ein Flugzeug oder irgendwas, was halt nicht auf der Erde ist, warum auch immer. So, jetzt musst du halt irgendwie sehen, du hast ein Objekt, wo es ein Innen- und Außen gibt, was wahrscheinlich irgendwie, wo man sich drin bewegen kann oder was, hast Transport und sowas auch gehabt. Da musst du jetzt mal verschiedene Sachen angucken. Was wird damit transportiert zum Beispiel oder... Was macht man damit? Was transportiert man? Wohin transportiert man? Wie transportiert man? Und diese Sachen halt nicht genau betiteln, sondern mit dem Laderaum, sondern einfach gucken. Nur flach, wenig Ladekapazität oder sowas halt. Auch mit Begriffen arbeiten da. Ganz simpel. Ja. Aber wir schauen uns jetzt erst nochmal diese Person an. Schmal mal ein Strichmännchen auf, P1. So, und piek mal gleich in den Kopf von der Person und frag die mal, was macht die da? Wozu? Was hat die für einen Auftrag? Wozu ist sie da? Fühlt die sich? Schreib mal die Person. Boah. Ja? Frag sie mal. Schwierig, schwierig. Frag sie mal, interview die mal. Frag sie mal, warum die da ist, was sie hier macht. Sie bringt etwas. Bringt etwas, okay. P2.
Piek mal zwischen den Beinen ist, Mann oder Frau? Mann. Okay. Kannst du den irgendwie genauer beschreiben? Äußerliches erstmal. Wie sieht der aus? Was hat er an? Uniform. Uniform, okay. Was denn für eine Uniform? Kannst du da Näheres zu sagen? Blau, aber ich habe jetzt irgendwie so eine Marine-Uniform im Kopf. Okay, schreib mal auf, blau, Marine-Uniform. Artig. Okay, dann schau dir mal die Intention der Person an. Was macht die da? Welche Absichten hat die? Irgendwie ist fremdartig, aber vielleicht habe ich jetzt zu seinem Kopf rumgestochert. Schau mal auf, irgendwie fremdartig. In welcher Form fremdartig? Schau dir mal das fremdartig genau an. Ja, irgendwie. Je länger ich rumstoche, umso weniger menschlich wird sie. Umso was? Umso weniger menschlich wird sie. Was heißt umso weniger Tier eher oder was? Oder ist es einfach unmenschlicher Mensch? Bitte? Oder von den Emotionen unmenschlicher? Nee, vom Wesen her irgendwie. Beschreib mal. Mach mal einen Kasten unten von der, mach mal einen Strich von der Person weg zu einem Kasten hin. Mhm. Mach mal einen Kasten, schreib mal rein. Also wenn ich es beim Namen nennen würde, würde ich sagen fremdartig, nicht von dir. Okay, schreib mal fremdartig, nicht von dir. Was kannst du noch zu der Person sagen, zu dem Wesen der Person? Sag dir die zu. Piek mal rein in den Kopf. Immer schon die Hand beschäftigt halten, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Sobald du aufhörst, kommst du in den Verstandsmodus, deine linke Gehirnhälfte übernimmt wieder Aktivität und bupp, baust du wieder zusammen. Wie würdest du das Wesen der Person beschreiben? Wie fühlt sie sich an? Von sich überzeugt. Von sich überzeugt, okay. Noch was zu der Person sagen? Kannst du was zum Intellekt sagen? Ja, also schon intelligent. Intelligent, okay. Ja, ich spiele alles durch, jetzt kommt irgendwie ein Tier. Was kommt? Ein Tier? Ein Tier, ja. Was für ein Tier kommt jetzt? Hund oder Affe, irgendwie habe ich jetzt die beiden Sachen reinbekommen. Schaut mal ruhig unten raus, Hund oder Affe. AOL? Ja, ja. Da habe ich also kommst halt, du siehst, umso länger du in der Person rumstocherst und nichts machst, weißt du, kommt dir der Verstand halt hoch. Ja, ja. Das merkst du aber auch, du merkst es halt schon ziemlich, ziemlich genau bei dir. Ja, auch in der Session. Du merkst halt ganz genau, wann der Verstand bei dir einsetzt. Das machst du schon richtig gut. Dann, gut. Ich würde sagen, machen wir mal Ende, weil. Ja, ich würde sagen, machen wir Ende. Nach 9 Seiten, würde ich sagen. War ziemlich ausführlich. Okay. Gut, dann schreibt man dann Ende hin. Ja. Unterstreichst du 3-mal. Dann schreib aber noch bitte ein Fazit drunter. Was denkst du, das war's? Das könnte sein. Jetzt im Gesamt, reflektier noch mal alles, was du wahrgenommen hast. Was würdest du am Endeffekt sagen? Wenn du jetzt ein Ergebnis, sag ich mal, deinem Lehrer sagen müsstest.
wenn es um Leumundität geht. Mein erstes Ergebnis. Ja, dein Ergebnis, was du jetzt daraus resultieren lassen würdest. Was ist es gewesen? Irgendein Flugobjekt, wo. Also ihr habt dann ein Flugzeug mit einem Piloten vorne drin gesehen, dass man so auf den Hinterkopf sehe. Ist schwierig, ja, ich sag jetzt mal Flugzeug. Sag doch so, wie du es gerade am Anfang gesagt hast. Weil Flugzeug war schon wieder zusammengebaut, am Anfang hast du Flugobjekt mit Person. Meinst du jetzt auf die Person? Jetzt habe ich nicht ganz geschafft. Nee, du hast gerade zum Schluss Flugzeug gesagt, weißt du, das hast du dann aus dem Flugobjekt und der Person zusammengebaut. Ja. Deshalb schreib einfach Flugobjekt mit Person. Und schreib davon das, das ist irgendwie immer mehr so außerirdisches Mandel worden und dann ist es irgendwie, erst mal, ja, wie du gesagt hast, dann war dann ruhig und dann ist es gut und ein Affe auf einmal da gewesen. Ja, solange du halt zu lange deine Hände ruhig hältst, weißt du, und zu lange halt in den Prozess der Stille gehst und nichts mehr machst, dann kommt halt irgendwann setzt das Gehirn wieder ein. Mhm. Okay, also Flugobjekt mit Pilot oder was, ne? Oder hast du gesagt? Ja. Mit Person. Und Person, Pilot, ja. Okay. Also Person würde ich jetzt, ja, wäre, sagen wir Pilot, ja. Ja, Person kannst du auch schreiben, wenn es Person war, schreib Person. Ich habe jetzt Flugobjekt und Person-Pilot. Ja, ist doch gut. Okay, dann passt das jetzt. Dann legt man den Stift weg, hast geschafft. Kommt die Uhrzeit 22:31. Achso, Entschuldigung, 22:31. Ja. Kein Problem. Dann komme ich mal wieder an. Ja, komm mal wieder an. Atme einmal tief durch, nimm deine Wohnung wahr. Das ist richtig gut. Auf jeden Fall, hast du ja das richtige Target ausgesucht gehabt, auf jeden Fall. So, ist hier. Ist drin. Ich glaube, meinen Blätter habe ich noch nie gebraucht. Ja, ich meine, da muss ja auch erstmal, die ganzen Tools muss ja auch erstmal drauf haben, da muss ja so viel erstmal selber auch ohne Verstand, ohne den Verstand einzuschalten, erstmal auf so viele Sachen kommen lassen. Weißt du, solche Sessions kannst du eigentlich nur mit Monitor machen. Ja. Ist halt. Aber ist das sowas? Wie bitte? Was ist das hier? Das ist belgischer Wackelpudding. Start eine Rakete von unten? Ja, nicht ganz. Belgien, oder? Ja. Ja, Halleluja. Was ist das? Belgien. Heftig. Heftig oder heftig, Mann, Michael? Heftig, heftig. Krass, oder? Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass ich rüber oder so. Krass, ey. Und jetzt guck dir mal bitte, jetzt zum Vergleich, ne, guckst dir mal bitte die Session an, die Jon auf genau das gleiche Target gemacht hat. Und hörst du mal an, was Jon dazu gesagt hat. Der hat ohne Scheiß fast genau die gleiche Scheiße geschrieben wie du. Ja. Gibt's die Session irgendwo? Ja, sicher. Die habe ich hier, schicke ich dir sofort einen Link. Aber ja, bitte. Ich habe übrigens, ich habe diese Session auch auf Video.